Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Martin D. Heute mit einem Unboxing-Video. Ich hoffe, euch gefällt es. Und zwar geht es heute um einen Self-Balance-Scooter. Auch Hoverboard genannt. Ja, ich möchte euch oder mit euch jetzt das Ganze öffnen und mal schauen, was da so drin ist, was man so bekommt für sein Geld und ja, die ersten Erfahrungen mit dem ganzen Board. Ja, ich habe das vor 2 Tagen bestellt. Und es kam relativ schnell. Ich habe das bei eBay bestellt und ich war echt erstaunt, wie schnell das jetzt mittlerweile da war. So, ich zeige euch das Ganze jetzt mal. Ein Moment, ich muss schnell die Kamera umstellen. Uno momento per favore. Oh, ciao. So, hier haben wir das gute Teil. So kam das Ganze an, in einem großen Karton. Es ist auch relativ schwer. Muss man sagen. Ja, dann schauen wir jetzt einfach mal rein und machen die Box mal auf. So, was haben wir hier alles? Zum einen eine Bedienungsanleitung. Die sollte man sich schon durchlesen. Ich gehe aber da gleich später noch mal kurz auf die Bedienungsanleitung drauf ein. So, dann haben wir hier eine Fernbedienung. Das Ladekabel mit dem Netzstecker. Styropor, haha, ja. So, und hier. Oh mein Gott! Oh. Schon schwer. Schön verpackt. Das Board. Oh mein Gott. Ich habe mir das in Weiß bestellt, weil ich weiß einfach, finde, da sieht man dann die Kratzer nicht so, falls später mal welche drauf kommen. Ja. Das ist jetzt das ganze Board. Hier haben wir den Anschaltknopf, den Powerbutton. Hier haben wir die Buchse, um das Ladekabel einzustecken. Würde ich sagen, ich gehe jetzt noch kurz auf die Bedienungsanleitung drauf ein. Maximale Geschwindigkeit 10 km/h. Und man kommt 10 bis 15 Kilometer, 10 bis 20 Kilometer sogar. Ungefähr, je nachdem wahrscheinlich, wie schwer die Person ist, die auf dem Board steht. Mehr als 100 Kilogramm sollte man nicht wiegen, weil ansonsten macht das Ding einen, kracht es halt auseinander. Dann macht es die Grätsche. Aufladezeit beträgt 130 Minuten, das sind 1,5 Stunden. Und das Ganze wiegt 10 bis 12 Kilo. Also es ist schon relativ schwer. Man, mit einer Hand halten geht schon, aber ist nicht leicht. So, jetzt schalte ich mal das ganze Gerät an und dann könnt ihr das live mitverfolgen, was dann so passiert. Also, man muss den Power-Button 2 Sekunden lang gedrückt halten und dann müsste das ganze Teil angehen. Puh. Und siehe da, es ist jetzt an, jetzt leuchtet hier die Batterieleuchte, dass es komplett geladen ist. Es kommt also auch komplett geladen zu euch, das seht ihr hier an der Batterieanzeige. Man muss zuerst mit einem Fuß auf das Ganze drauf, dann zeigt es hier die Leuchte an. Also wenn man genau drauf steht und sich nicht nach vorne oder nach hinten, zeigt es hier die grüne Leuchte auf der Seite an. Und dann kann man mit dem anderen Fuß drauf. So. Und jetzt gut, mit den Händen ist es schwer zu erklären. Hier vorne leuchten übrigens 2 LED-Leuchten. Das seht ihr jetzt schon, wenn es nicht auf dem Boden steht. Ich zeige es euch hier. Das heißt, dass irgendwas nicht stimmt. Das ist die Signalleuchte, die ist dann rot. Das heißt, wenn die Räder nicht auf dem Boden stehen. Ich mache das jetzt mal aus. So, ich teste das jetzt einfach mal aus. Ich stelle mich jetzt einfach mal auf dieses Teil und werde damit probieren zu fahren. Man steigt dann mit einem Fuß auf das Board
bis die grüne Leuchte angeht auf der einen Seite oder beziehungsweise auf der anderen Seite und stellt sich dann mit zwei Füßen drauf. Oh, nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe es vorher schon mal ausprobiert. Also ich kann das jetzt schon ein bisschen. Und das ist jetzt eigentlich ganz einfach. Je nachdem, wie man die Füße bewegt, kann man sich drehen. Wenn man die Füße nach vorne kippt, fährt man vorwärts. Wenn man sie entgegengesetzt bewegt, dann dreht sich das Ganze. Man kann auch rückwärts fahren. Man lädt sich einfach ein bisschen zurück. Mit den Füßen nach vorne, fährt man wieder nach vorne. Entgegengesetzt, einen Fuß nach hinten kippen, einen leicht nach vorne, dann dreht man sich. So und so. Das war dann das Ganze. So kann man dann mit diesem coolen Board sich außerhalb, innerhalb der Wohnung bewegen. Und es macht tierischen Spaß. Beim Absteigen müsst ihr echt aufpassen. Ich zeige euch am besten, müsst ihr ganz ruhig bleiben und das ganz schnell machen. Also nicht zu langsam absteigen, sonst fährt ihr euch das ganze Ding über den Haufen und ihr fallt auf die Schnauze. Also ganz schnell am besten so, fertig, aus. Und so steigt ihr dann am besten ab. Um das Gerät auszuschalten, einmal rumdrehen, müsst ihr einfach wieder 2 Sekunden lang den Power-Button drücken. So, mein Fazit jetzt zu dem ganzen Teil. Es macht richtig viel Spaß, mit diesem Teil rumzufahren. Vielleicht mache ich euch draußen nochmal ein Video, wenn ich draußen unterwegs bin oder auf der Straße herumfahre. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die in den Kommis schreiben. Ich werde sie so schnell wie möglich beantworten. Ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder auf mein Video klickt und euch das nächste Video anschaut. Ich weiß noch nicht, was es wird. Unboxing-Video, irgendein Testvideo, Challenge, je nachdem. Ihr könnt auch meine anderen Videos anschauen. Es würde mich auch freuen und einen Daumen nach oben da lassen und mich abonnieren, wenn euch meine Videos gefallen, weil so lohnt sich die Arbeit wenigstens. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao!